Moin Mittonello und deine recht herzlich ist willkommen zu einem weiteren Video von uns hier in Kurs mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute zurück mal wieder bei Sebastian und dem neuen Sebas-Update 2.1 Beta. Ja, ich werde euch heute laufe des Videos euch so die neuen Sachen euch vorstellen, die in der 2.1 Beta-Phase mit enthalten ist. Und ich werde auch auf zukünftige Sachen noch eingehen, die noch kommen werden. So, ich würde sagen, wir steigen jetzt ein. Fahren heute mit dem Mercedes-Benz EC-Tacho. Kann man so sagen. So, machen wir erstmal Batterie an. So, Verkäufer nochmal erstmal ein. So, Linie 100, Kurs 4. So. So, starten die Batterie. So, kann die Klimaanlage einschalten. So, überhaupt jemand einsteigen? Nö. So, kann dann die Vortür mal schließen. So, wird so alles jetzt ein bisschen ruhiger hier. So, Rückkehrer gedrückt halten, Umschalttaste auf Vorwärts, Leertaste, machen uns so ein bisschen Licht an. So, und dürfen dann auch abfahren. So, genau, wir sind auf der Linie 100 unterwegs und fahren jetzt erstmal ein Stück. So, was wurde denn alles Neues hinzugefügt? Und zwar kann man sagen, beim neuen Update 2.1 wurde eine neue große Sache hinzugefügt. Und zwar ist das der Online-Funk für die virtuelle Sebas Berlin-Welt. Ja, was heißt das ganz genau? Es gibt ja diesen Radiosender von Entwickler TML Studio und das nennt sich, oder die nennen sich Flashbam FM oder wie das heißt da. Wo auch Online-Shows und allem drum und dran sind. Und da kann man dann in der virtuellen Welt von Sebastian Verkehrsmeldungen oder Staus dann, die dann durch wahrscheinlich dann Mitspielern, wenn dann irgendwann mal ein Online-Modus verfügbar ist, gemeldet werden, die dann auch durchgesagt werden. Ja, von eben halt den oder der Honoratoren. Genau. Ja, ist eine coole Sache, denke ich mir mal, wenn es dann ein Multiplayer geben wird, dann irgendwann mal. Aber das kann ja persönlich ja auch noch dauern. Ja, sonst wurden noch einige Fehlermeldungen von der Community und Verbesserung getätigt. Ja, wie zum Beispiel, dass es nicht unter Brücken und auch nicht unter Tunnel regnen tut. Das wurde behoben, ist mir persönlich als Simulatoren-Fan persönlich auch sehr wichtig. Aber das haben sie ja jetzt hier dennoch ganz gut hinbekommen. Ja, beim Scania City Rail wurde das Blinkerintervall wurde geändert bzw. überarbeitet. Genau, oder noch ein bisschen einsteigen. Ja, dann wurden die Blinkerlautstärke beim EC-Tacho angepasst. Das ist mir aufgefallen, dass man hier den Blinker nicht hört oder ganz leise gehört hat. Jetzt hört man den auch schön klar und deutlich, muss ich sagen. Scheinwischer-Sound wurde hinzugefügt. Können wir ja auch mal gleich ausprobieren. Na gut, wirklich viel. Höre ich jetzt auch nicht. Liegt vielleicht an den lauten KI draußen, was sein kann. Genau, zumindest wurde da auch hinzugefügt. Ja, sonst wurde noch an der Leistungsverbesserung am Spiel dran gearbeitet. Ja, kleine Soundkorrekturen wurden getätigt und auch kleinere Bugfixe so wurden auch überarbeitet. Das jetzt alles erstmal zum Beta-Update 2.1 von Sebas. Ja, sonst wurden auch noch weitere tolle Sachen angekündigt. Unter anderem soll es ein... Moin. Wir machen erstmal hier kann ich bitte ein Ticket haben? Fahrkartenverkauf. Kann ich das mit meinem Handy bezahlen?
Weiß ich nicht, ob wir das können. Wollen wir ganz kurz. AB, 24-Stunden-Fahrkarte mit Kartenterminal. So, gut. Genau. So, unter anderem wird es in naher Zukunft ein sogenanntes Hop-on-Hop-off-Touristen-Bus-Pack als Mod-Pack geben. Ja, keine Ahnung, ich kann mir darunter nur nicht vorstellen. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich Lackierungen oder so sein. Als Screenshot wurde ein, wurde der Doppeldecker-Bus MAN genutzt. Weiß jetzt nicht, was das zu bedeuten hat. Ah, neuer Haltestellen-Sound wurde auch hinzugefügt. Habe ich gerade so noch herausgehört. Mal kurz ein bisschen beschleunigen, dass wir hier noch die grüne Welle mitbekommen. So. Wunderbar. Genau. Ja, das soll dann auch demnächst kommen und es soll kostenlos erhältlich sein. Ich weiß nicht, ob das dann, ja, man sich separat unterladen muss, ob das automatisch hinzugefügt wird im Spiel. Oder ob man das dann Web Store von Steam, wie hieß das? Das komische Ding da. Sich erwerben kann. Keine Ahnung. Genau. Und sonst so die größte Ankündigung, die ja dann bald kommt, worauf sich bestimmt die meisten freuen werden, ich vor allem, ist, dass dann die neue überarbeitete Linie 200 dann in der Zukunft kommen wird. Es gibt auch schon die ersten Videos von den Entwicklern auf YouTube. Könnt ihr euch sehr gerne dazu angucken. Ich muss dazu persönlich dazu sagen, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich weiß auch nicht, wo die Linie verläuft oder irgendwie so. Mehr kann ich euch jetzt dazu nicht sagen. So die Linie 200 gibt es ja, aber die Linie 200, die ist, ja, die damals ja kam oder hinzugefügt wurde in diesem Spiel, existiert ja so in Berlin gar nicht mehr. Und deswegen wird das angepasst. Ja, sonst weiter dieses Jahr sollen ja dann auch noch weitere Linien kommen. Ich glaube, die Linie 250 soll kommen und irgendwas mit 300, glaube ich, noch da. Irgendwie so. Wenn sich alles täuscht, keine Ahnung. Genau. Ja. Nein. Und die VDL-Busfamilien sollen ja auch noch den Weg ins Spiel finden. Genau, lass uns mal überraschen, ja. Gut, genau. Also das alles erstmal zum Update-Informationen. Ihr wisst ja, ich habe ja auch selber gesagt, ich werde auch weiterhin, wenn es was Neues gibt für Sebas, euch auch weiterhin up-to-date halten. Die Information gibt es jetzt schon seit ein paar Tagen. Das Update, Spiel ist gerade übrigens auch auf dem neuen Update, ne? Aber durch Arbeiterei und allem drum und dran habe ich es noch nicht eher geschafft, ein Video damit aufzunehmen. Bitte verzeiht mir, aber das Video kommt. In dem Besprechen ist es jetzt gerade dieses Video. Genau. Ja, ihr könnt natürlich sehr gerne eure Meinung dazu mal unten mit in die Kommentare schreiben. So zum Großen und Ganzen ist das ein relativ kleines Update. Und das mit diesem Online-Funk-Ding-Server bringt in meinen Augen nur dann was, wenn es dann auch Online-Modus gibt, wo ich dann mit anderen Spielern dann hier unterwegs bin. Das sind immer Leute, die bauen Unfälle, verursachen Stau oder verhalten sich wie unter aller Kanone, dass man dann sowas dann melden kann, dass man dann andere Fahrer warnen kann, um noch eine schönere, mein Gott, die FPS sind hier niedrig, um noch eine schönere Fahratmosphäre bieten zu können oder irgendwie so. Ne? So ist das keine schlechte Idee, aber jetzt aktuell bringt es nichts, weil Online-Modus gibt es ja noch nicht. Und wird jetzt auch auf die Schnelle auch nicht kommen. Schon vorfahren, jetzt sehe ich sonst die Ampel nicht. So. Das Auto wird es aber rumschaffen dann. Wenn die Leute hier die Straße überquert haben. Genau. Ja. Ja, und ganz besonders freue ich mich auf die neue Linie 200, wie gesagt, und auf dieses Hop-off-Touristen-Bus-Pack. Ja, muss ich auch sagen, bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, denke aber, ich weiß nicht, was das ist, was das sein wird, ob das jetzt so Kalkierungen oder so sind. Gibt es jetzt irgendwie auch so ein Intro dazu? Wie gesagt, habe es mir jetzt auch noch nicht angeguckt.
Es gibt so Sachen im Leben, da lasse ich mich doch einfach mal überraschen. Genau. So, Reichstag, Bundestag fahren wir jetzt. Da wird da wahrscheinlich jetzt auch die Hölle momentan los sein. Weil unsere Politiker waren in der Meinung, oder ein paar Politiker waren in der Meinung, wir müssen ja Kampfpanzer in die Ukraine schicken. So wie man das kennt, den Russen gefällt das nicht. Und naja, mal gucken, was dann so noch in naher Zukunft so alles passiert. Aber darum soll es sich jetzt nicht, dieses Video sich jetzt handeln. So. Genau. Du wirst jetzt gar nicht bis wohin gefahren. Und bis Zoologischer Garten oder wohin? Ja, Zoologischer Garten. Fahren wir jetzt an. Na dann. Na dann machen wir das doch, ja. So. Also ist ja dann neue Haltestelle. Haltewunsch, also dieser akustische Zeichen für uns. Für dich schon echt nicht schlecht. Aber ich muss schon sagen, irgendwie dieser EZ-Tacho. Ich war ja auch ausgeschieden, sehr viel, Sebas, weil es einfach ein schönes Spiel ist. Und ich muss echt sagen, ich habe mich schon echt verliebt. Habe ich schon echt verliebt in dieses Spiel. Also wirklich, es ist richtig toll. Also macht auch richtig viel Spaß mir persönlich. Ja, kommt immer wieder was Neues dazu. Mal wieder wird was gefixt und allem drum und dran. Ist wirklich schon echt nicht schlecht. So. So, sind wir jetzt zu spät? Ne, wir sind eigentlich noch zu früh. Ah, was soll der LKW machen heute? Platz der Republik. So. Ja, ich fahre übrigens auch mit Lenkrad mit meinem Logitech G29. Genau. Das noch so als kleine Zwischeninformation. So, und sind übrigens auf der Linie 100 unterwegs, falls ich das vergessen habe zu sagen. Kann mich jetzt nicht entsinnen. Deswegen wollte ich es nur noch mal hier in den Raum geworfen haben zu wollen. Na ja, bis schon. Moin. Morgen. Weil ich weiß sofort, dass gleich wieder eine neue Version ist, muss ich wieder meine Grafikeinstellungen ein bisschen anpassen, weil ich merke das an den FPS. Das ist schon relativ niedrig, aber wie gesagt, das ist so, das Spiel ist jetzt in der Beta-Phase oder irgendwie so. Da muss man halt so ein bisschen rumbasteln dann halt. Ne? So ist es eben halt mit Spielen, die in der Entwicklung sind. So ist es halt. Aber ist halt nicht so schlimm. So. Sehr schön. Moin. Morgen. Moin. Ein Ticket bitte. Ein Ticket, das soll jetzt haben. Einmal AB 24 Stunden Fahrkarte. Das macht 8,80 €. 2 Zehner. Mach 20 Cent, bitteschön, junge Dame. So. Fällt die Zaun auch ein bisschen komisch, aber so ist es ein schönes Fahrzeug. Hey, 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 hey. Zieht auch wirklich das Fahrzeug. Und kann bitte einer da hinten mal das Telefon ausmachen? Angeeckt hier an die Autos, ja. Die Bremsung gar nicht so schlimm. War eigentlich jetzt gerade echt kein Zeitdruck haben, muss man ja wirklich mal sagen. Aber trotzdem. Aber trotzdem. Wir müssen immer die Uhr am Nacken behalten. So.
So, muss ich aber nur grün werden, ja. Aber auch dies kann dauern, ja. Also es ist halt Großstadt, ne? Da hat man halt mal längere Ampelphasen. Ich habe meine Gangschaltung gesucht, ich habe die letzten Tage so viel Eurojack gespielt. Ich will die ganze Zeit schalten. Aber ich habe gar keine Gangschaltung jetzt hier. So. So, Schloss Bellevue. So. Mal Türen auf. So. Moin. Morgen. Ich brauche einen Fahrschein. Ein Einzelfahrscheinein 3 Euro. Merkel macht das. Dankeschön. So. Gut, Freunde. Und ich würde sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hört ihr jetzt gerne ein bisschen was mit dem Däumchen nach oben. Gerne eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wie ihr eben halt ja, die neue 2.1 Beta-Phase findet. Und ja. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.